Nein! Nein! Sonnenstand ist voll scheiße. Ich will das nicht machen. Das ist voll behindert. Oh nö. Ich mag die Aufgabe nicht. Die ist voll scheiße. Muss ich da noch mal hoch? Ah, eine. Yes. Sehr schön. Sonnenstrand, da müssen wir hin. Jo. Weil da muss man so Schildkröten vor ihrem Tod retten. Und beschützen geht schon mal gar nicht. In Spielen überhaupt. So. Wir sprinten da mal hin. Ach ja, wir müssen auch da hoch. Hab ich auch noch vergessen. Hier noch ein paar Edelsteinchen. Passt das? Für die paar. Da habe ich noch einen gerade gesehen. Im Augenwinkel! Mr. Turtle, tanz! Schwing deine Hüften! Er schwimmt nur rum. Ja, gewiss, von da unten. Textur ganz sauber. So. Ich hoffe, da oben liegen noch ein paar Edelsteinchen. Hallo, junger Mann. Da oben auf der Leiter ist ein Koch, der aus unseren Schildkröten Suppe machen will. Könntest du hochklettern und ihn aufhalten? Ich muss mal gerade meine Hose aufmachen. Die drückt ein bisschen. Ah! So! Jo, können wir machen. Aber nur, wenn wir dafür was kriegen. Ach ja, das sind, glaube ich, 6, die uns fehlen, ne? 10. Ja, hoffentlich sind da 10 drin. Deine Schildkrötenfreunde eignen sich hervorragend für Suppe, wenn ich sie fangen kann. Du kannst versuchen, sie zu retten, aber ich habe furchtbaren Hunger. Schildkröten vor dem Kochtopf bewahren. 2 von 5. So, und zwar kann man die anfauchen. Ziehen die sich nur zusammen, aber man kann die auch so wegschießen. Nein? Oh, da riecht schon verkackt. Kann doch nicht sein. Hallo? Ach, der will gar nicht mit uns labern. Okay, der erste kam hier. Bam. Du hast ein paar Schildkröten gerettet. Na und? Es gibt noch mehr, wo diese herkommen. Nimm diese Kugel und hau ab. Und hau ab. Finde ich gut. Ich mag den wieder. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Ich denke nicht. So. Next ohne. Gibt's hier Haufen Palava. Ich glaube, die sind noch ein bisschen schneller. Oh!
Nicht dein Ernst. Diese Steuerung macht mich verrückt. Es ist so schwierig, weil da so eine Verzögerung drin ist und dann auch noch diese behinderte Kamera. Dings. Mein Mr. Turtle würde sowas nie machen. Ich glaube, Mr. Turtle geht gerade an Land. Ich kann aber. Ich höre das nur. Ich sehe ihn aber nicht. Er ist gerade wieder ins Wasser gefallen. Also, er war kurz an Land, ist dann wieder ins Wasser. Wollte sich das Spektakel mal hier angucken. Ich hoffe mal, das war's jetzt. War's das? Nein, war's noch ein. Dankeschön. Verflixt. Du hast jede einzelne Schildkröte auf diesem Strand gerettet. Nimm das. Ich wollte damit Kartoffeln kaufen, aber die brauche ich nun nicht mehr. Jetzt tut er mir ein bisschen leid. Jetzt hat er nichts zu essen. Das Hühnchen oder Ente oder was das auch immer sein mag. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt können wir hier unten hin. Und das sieht gut aus. Jo! Geil! Sag ich dazu nur. Gut, dann hätten wir Sommer. Och, nicht dein Ernst. Du kriegst erstmal aufs Maul. So, und du bewegst mal jetzt deinen süßen Hintern da. Nicht dahin. Oh. Nee, andere Richtung. Hoch da! Das reicht. Und zurück, Marsch, Marsch. So. Gut, dann hätten wir jetzt alles. Gerade so machen wir nicht, weil wir haben, glaube ich, ein Herbstfeld eingesammelt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch Herbstfeld fertig. Und im Herbstfeld sind schöne, aber auch nervige Level. Also an sich, manche finde ich echt super schön. Ich glaube, die sind alle im Herbstfeld. Aber die sind teilweise richtig abgefuckt. Aber ich mag die irgendwie. Die Skeletos-Einöde oder wie die heißt, finde ich jetzt nicht so toll. Dann gibt es halt noch... Oh, das mit diesem Flugschiff oder... Weiß ich nicht. Probleme mit dem Wagen, was? Das meine ich. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich mag auch das mit dem Wagen zu steuern und so. Ist halt ein bisschen schwierig, aber das macht Spaß. Jo. Achso, wir können uns das ja mal angucken, dann sag ich meinen Senf dazu. Windhafen, genau. Das ist das mit dem Schiff, was ich gerade meinte. So, dann ist da hinten noch was. Das ist irgendwas mit Eskimos. Die Eskimos sind voll niedlich. Und dann der, oh, der Hund am Ende. Ich bin ja gerade voll übelst am Spoilern, aber die meisten werden das Spiel, glaube ich, kennen. Das ist die Skeletos-Einöde, oder wie die heißt.
Skillos eigentlich? Echt? So hieß die? Ich meine, die hieß Skelettos. Also. Skelett. Na egal. Jo. Auf jeden Fall, das finde ich jetzt nicht so toll, das Level. Da gibt es aber auch einen Kinderpunkt. Und da gibt es 25 von 24 Gegnern, glaube ich. Kann man da töten. Oder 25 oder 26 von 27 oder sowas. Irgendwie sowas. Irgendwas mit 20 war das auf jeden Fall. Dann hätten wir hier Kristall irgendwas. Das ist das Eskimo-Kristall-Gletscher. Das ist mit den Eskimos und dem süßen Hund am Ende. So, da oben können wir, glaube ich, noch nicht hin. Oder weil wir so toll waren, können wir schon dahin, weil wir ganz viele Edelsteine eingesammelt haben und sind nicht einfach durchgelaufen. Zephyr heißt es, glaube ich. Die Legende sagt, dass es hier ein Tor nach Zephyr gibt. Und weiterhin sagt sie, dass ich weiß, wie man es aktiviert. Außerdem erwähnt die Legende ein kleines Entgelt für mich. Für das Aktivieren, wenn ich mich recht erinnere. Zephyr heißt das, okay. Klar. Danke für die Edelsteine, Spyro. Mit dem ganzen Geld kann ich einen Echsenburger-Laden in der Skellos-Einöde eröffnen. Doch, wenn ich das jetzt hier so höre, Skellos-Einöde, dann... Ja, das ist schon immer so. Dann haben wir hier Zephyr. Zephyr. Zephyr hört sich irgendwie besser an. Zephyr. Jo, da gibt's die Kulex. Mein Lieblingscharakter. Gut gemacht, Spyro. Die Macht deiner Kugeln hat den Wirbelwind aktiviert. Die finde ich ganz niedlich. Die Kulex. So, dann hätten wir hier Metro-Ring. Ah, ich glaube, das ist das mit dem Bürgermeister. Oder? Nee, das ist... Ich glaube, der Bürgermeister war im dritten Teil. Wo man die Tauben dann noch irgendwie abschießen muss oder so. Oder? Aber Metro-Ring ist, glaube ich, der mit dem Eis. Der ist auch ganz cool. Da habe ich früher... Ich mochte den echt. Ich bin da immer so rumgeflogen und habe irgendwas versucht. Also so kurz... Und da haben wir schon ein Leben bekommen. Kurz... Da ist halt Wasser und so. Und dann kurz bevor man... So, wenn man nach unten geflogen ist. Kurz bevor man im Wasser gelandet wäre. Mein Handy klingelt. Ist ja gut. Kurz bevor man im Wasser landet, dann noch so hochziehen. Das habe ich voll gerne gemacht. Und da war dann noch so ein komisches... So ein komischer Turm mit auch Wasser drin und so, und da bin ich rumgeflogen und ja. Ja. Sehr informativ, was ich hier gerade vor mir gebe. Da vorne ist die schattige Oase, glaube ich. Ein Hasslevel. Ich hasse die Kinder. Ne, Glut. Was war denn die schattige Oase? Das gibt's auf jeden Fall auch. Ha. Werden wir vielleicht noch finden, wenn nicht im dritten Teil. Auf jeden Fall, Glut ist scheiße. Finde ich nicht gut. Aber das ist das mit den Kindern, wie ich auch schon gesagt hatte. Das mag ich nicht. Dann hätten wir hier Bruchhügel. Da gibt's die... Ach, da haben wir uns letztens noch drüber unterhalten. Ich glaube, im, auf dem Fan-Treffen von Dennis. Mir fällt der Name von diesen Viechern nicht mehr ein. Oh, Spyro, hallo. Ich habe Probleme mit dieser Tür. Und ich glaube, etwas Kugelmacht könnte das beheben. Wie ich sehe, hast du eine schöne Anzahl an Kugeln dabei. 8 Kugeln öffnen die Tür. Bam. Satyre. Genau, Satyre? Ich meine, die hießen Satyre. Ja. Da gibt es auch so einen super tollen
Sprint, Supersprint in Anführungszeichen, der ist auch sehr schwer. Also vor allem wird der schwierig für mich, weil ich dieses Mini-Delay da drin habe. Und dann gibt's da noch diese Erdwürmer oder wie die heißen, wo man die mit Jäger zusammen kaputt machen muss. Auch sehr scheiße. Magma Kegel. Ein schönes Level. Vor allem das Spiel mit den Eiskristallen macht sehr viel Spaß. Schon wieder du, ey. Für ein paar Edelsteine lasse ich dich in die kleine Burg dort drüben. Was sagst du dazu? Jo, läuft, warum nicht? Seit Jahren ist keiner durch das Tor gegangen. Ich dachte, ich fände nie einen Dummkopf. Ich meine, einen gerissenen Kunden wie dich, Spyro. Arschkeks. Cool, wir hatten eben gerade eine gerade Anzahl. Ach, Schattigo-Ase, da ist sie doch. Vom Design her ein sehr schönes Level. Aber von dem, was man da machen muss... Auf jeden Fall, das Level können wir auch nicht komplett fertig machen. Mit den Skills, die wir jetzt haben im Moment. Ich glaube, der Metro-Ring war doch das mit den Tauben. Weil hier ist nämlich jetzt das Fluglevel... Was ich meinte mit dem Eis und so. Ich würde dich gerne umsonst auf diese Rennstrecke lassen, Spyro. Mit Freuden. Doch die Rennstreckenregeln verlangen leider eine kleine Gebühr. 100 kriegst du. Gute Wahl. Ich wette, ein schneller Drache wie du wird sein Geld in 0, nichts zurückgewinnen. Ja. Eisring, oder? Ja. Wie gesagt, schönes Level. Gefällt mir. Ich mag auch hier Herbstfeld, wie das aussieht. Das ist so schön, so königlich und so. Hier kann man rein. Ja, da kann man rein. Und hier unten ist... nichts mehr. Hi, Spyro. Ripto und Schluck verstecken sich in einem Zimmer in der Burg unter uns. Du brauchst alle 14 Talismane, um das Schloss zu knacken und zu ihnen zu kommen. Gibt's Talismane? Ich meine, hier gäbe es nur noch Kugeln am Ende. Meine ich mal. Oder? Oder es kann auch sein, dass das bei der Winter-Tundra war. Dass es da nur noch, Dings gab. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Schöne ist, wenn wir hier oben stehen, dann hört man den Wind pfeifen. Schön. Oh, ich glaube nicht, dass das passt. Das wird, glaube ich, knapp. Oder? Ja, das könnte doch keinen hinhauen. Ja. Wunderschön. Einzige Gegenstände von uns. Okay. Ich gehe hier oben lang. Ich kenne mich, ich falle da eh runter, weil hier vorne... Hier auf... Konnte ja sein, dass hier hinten noch Edelsteine sind. Auf jeden Fall ist hier oben noch eine Kugel und ich meine, zwei Zehner würden hier noch irgendwo rumliegen. Irgendwo am Ende hinten. Ich renne jetzt trotzdem. Wenn ich runterfalle, falle ich halt runter. Müssen wir den ganzen Weg halt nochmal laufen. Ja, hier die Kurve, die gehe ich lieber. Oh, zwei Zehner. Und die letzte Kugel. So, wie bleib ich? Ja, genau, eine Stunde, oder? Ne, eine Stunde und acht. Gut, ich hoffe... Ich möchte gerne speichern.
Ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!